Moin meine Sportsfreunde, ich begrüße euch zu diesem Video und willkommen mal wieder hier auf dem MyProtein-Kanal. Ich möchte mit euch heute so ein kleines bzw. sehr schnelles Rezept durchgehen, was ich super gerne mal nach dem Training verwende. Schmackhafter Kuchen quasi. Dazu werde ich ja eines der neuen Produkte, Nussbutter von MyProtein benutzen. Ich werde da auch gleich noch ein paar Dinge zu sagen. Häufig bei mir auf dem Kanal wurde auch die Frage gestellt, ja Kai, wie sieht das mit den Produkten da oben aus? Die Bioprodukte, davon werde ich auch heute einige integrieren in das Rezept und die Zutaten braucht ihr dafür. Da es sich ja um ein Post-Workout-Meal handeln soll, soll es auf der einen Seite eiweißreich sein und es soll natürlich auch einigermaßen gute Mineralstoffe enthalten, Vitamine, Kohlenhydratquellen und dementsprechend werden wir für das Rezept 60 Gramm Dinkelmehl benötigen. Dann werden wir noch einen Scoop Impact Whey, in dem Fall ist es die Schoko-Variante, benötigen. Heißt, es wird sehr, sehr schokoladig alles werden. Dann 60 Gramm von diesem Bio-Apfelmarkt, da könnt ihr auch ganz normal Apfelmus benutzen. Eine Banane, in dem Fall eine kleinere, ich glaube das sind so circa 70 Gramm. Dann 4 Eier, einfach davon die Eiweiß nehmen. Man kann natürlich auch die ganzen Eier nehmen, spart aber natürlich dabei dann keinerlei Kalorien ein. Ich werde jetzt gleich 4 Eiweiß nehmen, dann werde ich noch Backkakao verwenden. Also in dem Fall ist hier dieser Organic Kakao Powder von MyProtein. Dasselbe wie Backkakao, nur dass halt hier Bio-Qualität ist, dann vegan, glutenfrei, alles was man halt so braucht. Die werde ich noch mit reinschnibbeln, damit wir noch so ein paar Schokotaler quasi drin haben. Und als Topping wird es dann diese Almond Whey Butter quasi geben. Und letztlich noch ein bisschen Backpulver, das darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann fangen wir einfach direkt mal an. Zuallererst vermengt ihr die flüssigen Zutaten, heißt mehr oder weniger flüssig, in dem Fall das Eiklar, dazu kommt jetzt das Bananenmark. Danach kommt die Banane dazu. Und dann werden erstmal alle Zutaten gut durchgemischt. Kommen wir nun zu den trockenen Zutaten und dafür erstmal ein halbes Päckchen Backpulver in eine Schüssel geben. Dazu etwas die 60 Gramm Dinkelmehl. Danach einen gehäuften Löffel Kakaopulver. Dann noch 30 Gramm Schoko-Whey und dann einmal noch kurz durchrühren. Danach vermengt ihr die trockenen Zutaten. Letztlich könnt ihr natürlich Schokotaler nehmen oder ihr nehmt diese Kakao-Button hier, wie ich sie von MyProtein habe. Das ist natürlich komplett euch überlassen. Ein bisschen zerkleinern und dann werden die nur noch kurz untergemischt. Und dann geht es auch schon bei 180 Grad Celsius in den Ofen. Nach circa 15 Minuten ist unser Schokokuchen, sage ich mal, auch schon fertig. Jetzt heißt es nur noch kurz runterkühlen lassen und dann anrichten. Das war's mit dem Schokokuchen in der Post-Workout-Variante. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wir sehen uns im nächsten Video, Sportsfreunde. Ciao.